Ja, bei uns heute zu Gast Gerd Nefzer, Special Effects Profi. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Normalerweise ja eher in Hollywood unterwegs, deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute bei uns bist. Wir haben ganz viel zu besprechen. Ich habe ganz viele Fragen an dich. Vielleicht fangen wir erstmal an mit der Frage, was bedeutet Special Effects überhaupt? Was machst du genau? Das wird oft verwechselt mit den sogenannten Visual Effects, also im VFX. Das sind die Effekte, die am Computer generiert werden oder gemacht werden, die meistens dann passieren, wenn die normalen Dreharbeiten abgeschlossen sind. Und wir machen die Special Effects, das sind alle physikalischen Effekte sozusagen, die in Camera, also vor der Kamera gemacht werden und dann so auch im Film zu sehen sind, wenn sie nicht dann visual effektmäßig verändert wurden. Wo kommen die dann zum Einsatz? Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen? Oh, da gibt es ganz viele Beispiele, aber ich fang mal ganz einfach an mit allen Wettersachen, ne? Also alles, was mit Wetter zu tun hat, Wind, Nebel, Regen, Schnee, Hagel, sowas kommt ganz oft zum Einsatz. Und was auch ganz wichtig ist, fürs richtige Licht und die Atmosphäre, ist dieser atmosphärische, diese Atmosage, also dieser leichte Dunst, kann man sich ungefähr vorstellen wie so einer leicht verrauchten Kneipe, mhm. Ja, sowas. Oder Staub, dass man einfach mehr vom Licht hat und das ganze Bild einfach lebendiger aussieht. Das ist mittlerweile ein großes Thema bei uns. Da steckt ziemlich viel Technik dahinter, ziemlich viel, was man machen muss und auch ziemlich viel Wissen wahrscheinlich. Angefangen hast du 1993. Und so wie ich gelesen habe, war dein erster großer Film der dritte Teil der unendlichen Geschichte. Kennen wahrscheinlich noch die Älteren, ich kenne es auch noch, ich habe es auch angeschaut. In was für bekannten Filmen warst du noch so dabei? Also angefangen hat das Ganze schon früher. Also ich mache das jetzt 35 Jahre, okay. Und wie gesagt, ganz klein angefangen mit Fernsehserien. So der Durchbruch, erste Durchbruch von unserer Firma war die unendliche Geschichte. Die hat mein Schwager damals als Spezialeffekt-Supervisor betreut. Ich war da nur Assistent und habe da mal mit reingeschnuppert, durfte mal eine Nebelmaschine an- und ausschalten. Ja, die Liste ist mittlerweile lang an großen Filmen. Es war ein langer Weg, bis man dann die Filme so bekommen hat, weil man einfach von den großen Produzenten nicht so ganz akzeptiert wurde, speziell als deutsches Team dann. Ne? Da waren wir so ein bisschen ein Sonderfall. Die viele von der Insel oder drüben über dem großen Teich denken, ja, wir sind filmmäßig, spezialeffektmäßig eben von den Bäumen gestiegen. Ne? Und das war immer so ein bisschen schwierig, bis man dann jemanden überzeugen konnte, dass man das auch drauf hat und auch kann. Und so mein erster Film, den ich als Spezialeffekt-Supervisor betreut habe, das war Resident Evil Teil 1. Ja, ich glaube, mittlerweile gibt es 12 oder 14 Teile, ich weiß es gar nicht. Also in der Hauptrolle die Mila Jovovich und Regisseur war damals der Paul W. Anderson. Das war so ein Quereinsteigeding. Also der Regisseur hat sich mit dem Supervisor aus Berlin zerstritten und hat ihn dann sozusagen nicht rausgeschmissen, aber so langsam wollte er ihn weghaben, weil er mit ihm klarkam. Und dann kam damals von der Konstantin-Film Bernd Eichinger ein Anruf, ob ich das nicht machen würde. Ich habe gesagt, muss ich mir überlegen, ob ich das hinkriege. Und so bin ich dann eingestiegen und ich habe mich mit dem Regisseur super verstanden. Wir haben gute Arbeit abgeliefert und habe dann, glaube ich, 3 oder 4 weitere Filme mit ihm gemacht, was auch große Filme waren. Alien vs. Predator, dann Three Musketeers und Pandorum und ich glaube, es war noch mal eine, die habe ich jetzt dann vergessen. Und das war dann auch so international, so ein bisschen der Durchbruch von mir, ja. Aber es geht ja nicht um mich, wir haben ja eine Firma, es geht eben um ein Team und ganz besonders bei uns ist das Team ist das Wichtigste eigentlich in dem Bereich. Ja, und dann kam eben eins zum anderen, ne? Dann hat man sich einen Namen gemacht und auch wenn es viele nicht glauben, aber die meisten Aufträge gehen eigentlich übers Telefon. Ne? Und dann ruft jemand an und sagt, hast du Zeit, dann und dann kannst du den Film betreuen. Und der hat sich dann auch erkundigt bei irgendeinem Produzent oder Produzentin, mit der ich oder wir schon mal vorher zusammengearbeitet haben. Und man hat dann irgendwie sich einen ziemlich guten Ruf aufgebaut und das merkt man einfach bis heute. Und es ist auch so eine Sache, ne? Gerade Spezialeffekte und Stunts, das ist was beim Film, wo sich ein Regisseur, ein Produzent, ein Schauspieler hundertprozentig auf einen verlassen muss. Ne? Mhm.
weil man oft mit gefährlichen Dingen umgeht, ja, wenn man Schauspieler vom Einschuss stellt oder Explosion oder in irgendeinen Flugsimulator setzt, ja, dann muss das Vertrauen da sein zu unserer Arbeit, dass die sich da reinsetzen und sich sicher fühlen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Vergleich zu anderen Departments, ne, wie zum Beispiel Make-up. Da ist es wichtig, dass die Leute gut aussehen, aber da entstehen keine Gefahren, ja, oder Beleuchtung oder sowas. Das ist natürlich auch die schwierige Aufgabe für die Departments, aber bei uns geht es halt immer um Action und Sicherheit und das ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Ist da auch schon mal was passiert am Set? Ja, natürlich. Also jeder, der in dem Bereich Stunt oder Spezialeffekt arbeitet und sagt, es ist noch nichts passiert, ich glaube, der hat noch nie was gemacht. Ne? Ja. Aber wir haben eigentlich keine großen Unfälle mit schwerverletzten Leuten oder so. Das gab es zum Glück, und ich klopfe mal auf Holz, noch nicht. Aber man ist natürlich auch nicht davon gefeit. Ja. Ich sag mal, man spielt ja ständig mit Feuer, ja, und man geht immer an die Grenzen. Und jetzt, gerade die letzten paar Jahre, das muss immer spektakulärer werden, immer größer, immer die Schauspieler müssen immer näher dran stehen, in dem Effekt drin und. Also man muss da wirklich sehr vorsichtig sein und alles mit Sinn und Bedacht vorbereiten. Ja. Hast du irgendwas, wo du dich zurückerinnerst, noch gut zurückerinnern kannst, was passiert ist? Also nichts Schlimmes, aber... Ja, ich habe zum Beispiel mal eine Kulisse niedergebrannt, ne? Also das passiert, ja. Das war also einmal bei Die Hard ist ein Teil von einer Hauskulisse abgebrannt. Das lag aber weniger an uns, es lag einfach... Die Szene war so abgesprochen, dass wir ein Feuer machen, davor steht ein Helikopter und das war der größte Helikopter, den es auf der Welt gibt. Ja, der steht da genau 5 Sekunden und dann hebt der Helikopter ab. Ja, weil dieser Helikopter hat einen Downwash, einen Wind erzeugt, das kann man sich nicht vorstellen. Also da sind Maschinen, da ist alles durch die Gegend geflogen und natürlich Feuer und Wind. Es ist immer problematisch, man weiß es von zu Hause, wenn man einen Grill anzündet und einen Föhn da reinbläst. Ja. So muss man sich das dann vorstellen. Ja. Und dann ist der Helikopter aber nicht nach 5 Sekunden weggeflogen. Und der ist auch nicht nach 10 Sekunden weggeflogen. Und der ist auch nicht nach einer Minute weggeflogen. Ja? Und dann hat man schon gesehen, dass oben an der Kulisse es leicht anfängt zu brennen. Und dann geht es schnell. Und dann haben wir die Szene unterbrochen und gesagt, der Helikopter muss weg, der Helikopter muss weg. Und der ist dann auch irgendwann weggeflogen. Aber natürlich hat er dann Brandschaden gehabt. Ne? Das war einfach, weil die Geschichte war die, dass unser Regisseur mit einem anderen Helikopter drüber gekreist ist und dann sich... ausgedacht hat, dass der Helikopter da unten jetzt einfach länger stehen muss. Ne? Und er hat ihn einfach nicht abheben lassen. Und er hat gesagt, das Ding muss weg. Und ja, es ist keiner verletzt worden, es ist keinem ein Haar gekrümmt. Ja? Ich war dann völlig am Ende. Ja? Ich war, ja, es war eine Kulisse von ein paar tausend Euro. Und es kam dann der Regieassistent her und fragte mich, Gerd, was ist denn los? Und ich sage, hey, irgendwie Viertel Kulisse hier, das Häuschen abgebrannt und wir können da nicht weiter drehen und so. Und er sagt, kein Problem. Und ich sage, wie kein Problem? Und er sagt, du, es ist keiner verletzt. Die sind alle, haben sich alle an die Sicherheitsabsprache gegangen, wir sind raus. Ja? Es hat noch nicht einmal ein Haar verbrennt. Ja? Ja. Egal, die Kulisse kann man wieder aufbauen. Das Wichtigste ist, dass niemand was passiert und sich keiner verletzt. Ja? Und im Prinzip hat er recht, ne? Aber man sitzt dann wirklich da und denkt, oh shit. Ja, und so passieren dann auch mal Kleinigkeiten, dass irgendwas mit dem Timing nicht ganz funktioniert oder mal, ja, es ist auch schon vorkommen beim Einschuss an einem Schauspieler, dass der dann hier ein leichtes Kratzerchen gehabt hat, dann hat man dem mal sich entschuldigt, ne? Das war dann auch Timing von ihm dann nicht ganz hundertprozentig, ja, und sich entschuldigt und dann ein schönes Fläschchen Rotwein und dann war das Thema natürlich dann erledigt. Ne? Okay, ich stelle es mir ziemlich spannend vor an so einem Filmset. Da lernt man ja auch den einen oder anderen Promi kennen. An wen kannst du dich da noch so gut zurückerinnern? Ach, da gibt es einige. Also was für mich so, also früher, wo wir angefangen haben, haben wir immer so, und noch viel Fernsehen gemacht haben und Serien, haben wir immer so gesagt, ja, das ist einmal ein Traum, mit Steven Spielberg zu drehen. Ne? Das ist dann passiert und das war auch so ein Moment, wo man dann auch Hochachtung hat, wenn der vor einem steht, ja, und wenn der dann nachher kommt am Ende von dem Dreh und sagt, Mensch, es war super, was ihr gemacht habt. Also es war, ihr könnt international überall mithalten und er bedankt sich recht herzlich bei mir und natürlich bei unserem Team. Dann ist es so ein Moment, den man dann genießt, ja, und der dann auch wieder ja, den ganzen Stress, den man bei dem Job hat, wegmacht und dann natürlich klar Schauspieler. Für mich war so Harrison Ford wollte ich immer mal kennenlernen, Indiana Jones, ne? Und
Und den habe ich dann auch kennengelernt bei Blade Runner. Und es war wirklich toll, mit Harrison Kontakt aufzunehmen, mal ein bisschen mit ihm zu reden, auch beim Kaffee mal. Und ihm dann die Dinge zu erklären, das war auch so ein Moment. Oder es gibt viele, es gibt ja, Brad Pitt zum Beispiel. Ja. Auch so ein Schauspieler, wenn der einen Raum betritt, ja, da steht man hochachtungsvollst da und guckt, es ist wirklich ein sehr hübscher Mann, ja. Und der strahlt auch irgendwas aus, der hat irgendwas, wo ja, seine Aura ist was Besonderes. Ne? Und so gibt es noch viele, viele mehr. Und ich muss auch wirklich sagen, weil das wird oft in der Presse anders dargestellt, die meisten sind wirklich dufte Typen, mit denen kann man sich so unterhalten, wie wir uns hier jetzt unterhalten. Also da findet man dann am Drehort kaum jemanden, der irgendwelche Starallüren hat oder sich da irgendwie, den wir besonders behandeln müssen. Das ist natürlich im Hintergrund was anderes, aber ja, es ist einfach, ja, man lernt wirklich tolle Menschen kennen und wundert sich immer, dass diese großen Schauspieler im Prinzip auch ganz normale Menschen sind und so wollen die eigentlich auch behandelt werden, ja. Ja. Die meisten, ja. Und das ist ja tolle Sache. In der Filmbranche, da gibt es ja auch gewisse Auszeichnungen. und zum Beispiel auch der größte Filmpreis ist der Oscar. Und den hast du 2018 auch gewonnen für die Special Effekte beim Film Blade Runner. Blade Runner 2049. Genau. Ja, und jetzt bist du erneut nominiert. Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Das ist ein Wahnsinn, ja. Also ich wusste ganz lange nicht, was ich da bekommen habe, was für einen Preis. Ne? Ja. Aber irgendwann wurde mir mal klar, dass das eigentlich mit der bekannteste oder wenn nicht der bekannteste Preis ist, der auf der Welt verliehen wird. Ja? Und ich bin immer erstaunt, wenn ich einen Oscar mit dabei habe und dann kommen die Menschen und sind total fasziniert von diesem goldenen Oscarle, sage ich mal, ja, und habe das lange nicht kapiert, aber dann mittlerweile habe ich es verstanden. Das ist einfach ja, die größte Auszeichnung, die man in unserem Bereich bekommen kann. Ja. Das ist so, damit muss man sich abfinden. Ist ja auch was Gutes. Ja. Und ich muss auch sagen, ist auch toll, also gerade der Oscar öffnet da viele Türchen, wo die seither verschlossen waren, ja. Man kommt viel mit tollen Menschen zusammen, ja. Man findet auch mal Gehör beim Politiker, ja, kann auch da mal seine Meinung äußern, wird dann auch viel eingeladen und so. Und man lernt tolle Menschen kennen, das finde ich klasse. Und was auch toll ist, also das fand ich auch ganz besonders in Schwäbisch Hall wirklich super. Es hat sich jeder mitgefreut. Ja. Die ganze Stadt war irgendwie happy und froh. Mensch, Oscar-Gewinner und so. Und es, die Menschen in Deutschland, muss ich ja fast sagen, ja, also auch in Babelsberg und so, wo ich viel bin, die freuen sich damit und das tut einfach gut. Ja, es ist natürlich auch was ganz Besonderes, gerade auch noch du als Haller. Und jetzt auch zum zweiten Mal, das ist ja auch einmalig für einen Deutschen, oder? Ich habe es noch nicht nachgelesen, aber ich glaube, es gibt keinen Deutschen, nicht mal Hans Zimmer, ja, der eigentlich immer als Deutscher gehandelt wird, was er ja auch ist, aber der lebt ja schon Jahrzehnte in Los Angeles. Ich glaube, der hat auch nur einen Oscar. Mhm. Aber so weit ist noch nicht. Also die Zeichen stehen sehr gut, muss ich sagen. Also wenn man sich so ein bisschen in der Fachpresse beliest, was Oscar anbelangt und wie der Film gehandelt wird in den technischen Bereichen, ja, kriegt man schon wieder Gänsehaut. Also es sieht sehr gut aus, sehr positiv. Aber ach, wenn es dann so ist, dann ist prima. Und wenn es nicht so ist, geht das Leben auch weiter. Kann man dich da irgendwie unterstützen? Fest die Daumen drücken und die Oscar-Nacht anschauen. Ja. Ich habe es heute gelesen, dass einige Bereiche nicht sozusagen live übertragen werden. Und ich bin froh, dass Visual Effect nicht dabei ist. Also wir sind in der Live-Übertragung mit dabei. Es sind einige leider Wegfall, aber diese ganze Zeremonie ist einfach zu lang geworden, es wird dann zu uninteressant und das wollen die einfach irgendwie kürzen und interessanter machen. Ich habe jetzt auch gehört, dass es wohl einen Publikums-Oscar geben soll, also wo die Leute voten können für einen Lieblingsfilm, also von 2021, ja. Und ich hoffe, alle voten für Dune. Erzähl uns doch mal noch kurz, wie ist so auf einer Oscar-Preisverleihung? Wahnsinn, kann man sich nicht vorstellen. Also ich war geflasht. Also meine Frau, wir standen da irgendwie
irgendwie davor in dem Eingang vom roten Teppich und haben irgendwie unglaublich dahingestellt, das darf doch nicht wahr sein. Wir waren zwei Tage vorher dort, wo die das alles aufgebaut haben, ja, und haben da schon gedacht, oh, das wird was Größeres. Ja, und dann fängt es eben an, man wird mit einer Limousine abgeholt, geht durch 1000 Sicherheitskontrolle, kommt dann am roten Teppich an, läuft dann, hält sich dann da so eine halbe, dreiviertel Stunde auf, läuft über den roten Teppich, sieht den ganzen Wahnsinn mit Hunderten von Kameras, von Presseleuten, von verschiedenen Fernsehsendern, dann laufen ja die ganzen Stars da auch vorbei und dann im Hintergrund das Publikum jubelt dann. Also das ist einfach schon mal da reinzukommen, ja, in das Theater. Das ist schon irgendwann eine ganz verrückte Geschichte. Ja. Wenn dann der rote Teppich so langsam zu Ende geht und es kommt über die Lautsprecher, ja, man soll doch bitte reingehen, dann geht man hoch und trinkt da ein Gläschen Sekt oder Champagner, also dann wird dann immer mehr aufgeregt und dann heißt es dann, okay, jetzt bitte in den Kinosaal und die Plätze einnehmen, hat dann vorreservierte Plätze und sitzt man dann da so auf dem Platz und schaut sich um, ne, und sieht links, rechts und vor und hinter einem sitzt die Crème de la Crème von Hollywood oder von den Filmemachern, ja, auch in meinem Bereich, ja, da sitzen ja, die Nummer 1 Leute, Visual und Spezialeffekt sitzen um da um einen rum und dann ja. Kommt man sich am Anfang dann schon komisch vor. Ja, jetzt redet man ja immer von Hollywood und der größten Filmauszeichnung, die es gibt. Warum dann trotzdem Schwäbisch Hall? Warum bleibst du hier? Ja, Schwäbisch Hall, das Schwabeländle, ist meine Heimat. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier in den Kindergarten gegangen, ich bin zur Schule gegangen. Hier in Schwäbisch Hall. Ich habe ja, sehr viele Freunde in Schwäbisch Hall und ich fühle mich hier einfach wohl. Ich finde, die Stadt hat eine tolle Größe. Ich mag nicht so gern die Großstädte wie ja, jetzt Berlin oder Budapest. Das ist mir zu chaotisch. Das ist mir zu unruhig. Da passiert mir zu viel. Mittlerweile ist es auch ja, so ein bisschen ein Sicherheitsthema. Ich fühle mich hier sehr sicher in der Stadt und im Land. Man kann in Schwäbisch Hall toll ausgehen. Ja. Man findet alles, was man braucht. Und auch die Freizeitmöglichkeiten um Schwäbisch Hall herum sind toll. Wenn man entspannen will, läuft man einfach ja, an der Breiteiche vorbei und in den Wald. Da wird man dann wieder ein bisschen geerdet. Es ist einfach eine super schöne Gegend mit tollen Menschen und das ist für mich wichtig und nicht nur für mich, sondern auch für meine ganze Familie. Wir wollen ja einfach ja, in Ruhe hier leben und unsere Ruhe haben und hierher kommen und uns erholen und entspannen und von dem ganzen Filmwahnsinn mal wegkommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und ich lade dich jetzt schon mal ein, wenn du wieder zurückkommst aus Amerika, dann sehen wir uns hoffentlich wieder hier und hoffentlich bringst du dann auch noch einen zweiten Oscar mit. Ja, das wäre klasse, ich würde auf jeden Fall kommen, aber wird auf jeden Fall kommen, ja. Sollten wir einen zweiten Oscar kriegen, glaube ich, wird der Wahnsinn ausbrechen mit Interviews und Terminen und so weiter. Und meine Zeit ist da auch ein bisschen knapp, weil wir ja schon wieder am Teil 2 von Dune drehen. Mhm. Der Drehstart ist im Juli. Und wir fangen jetzt schon an zum Vorbereiten und wir freuen uns alle riesig, wieder mit Denis Villeneuve, unserem Regisseur, zu arbeiten. Das ist einfach, ja, wir freuen uns ja. Auf den nächsten Teil. Danke, dass du da warst, Gerd. Bitte, hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Das war unser Video. Wir freuen uns, wenn ihr teilt, liked, kommentiert und natürlich auch uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.